Am Montag startet die Duisburger Filmwoche zum 42. Mal. Unser heutiger Studiogast ist seit 34 Jahren der Festivalleiter und wird uns heute erzählen, was er in dieser Zeit alles erlebt hat und was die Duisburger Filmwoche so besonders macht. Herzlich willkommen, Werner Rudzicka. Sehr gut, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Herr Rudzicka, wie gesagt, sind Sie schon seit 34 Jahren Festivalleiter der Duisburger Filmwoche. Ist man da kurz vorher vielleicht doch noch ein bisschen aufgeregt? Weil die Routine hilft ein bisschen, aber ein bisschen Aufregung ist auch in normalen Jahren ganz gut, weil es ist gut für den Kreislauf, man hat nochmal einen Schub an Adrenalin und reiht sich zusammen. Dies Jahr ist etwas Besonderes, weil es meine letzte Filmwoche ist. Und da fängt schon an, sich so ein bisschen was Sentimentales hineinzumischen. Aber das ist so, das kennen wir alle. Und was zu Ende geht, muss man das akzeptieren. Ja, da möchte ich auf jeden Fall gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal möchte ich auch noch auf das Programm zu sprechen kommen, weil das Motto ist ja dieses Mal Handeln. Können Sie vielleicht einmal erzählen, was sich dahinter genau verbirgt? Ja, wir alle kriegen ja mit, dass die Zeiten im Augenblick ziemlich komisch sind. Es gibt da was wie Demokratieverdruss, es gibt eine Reihe von Problemen überall. Und alle haben das Gefühl, es muss was passieren, man muss sich einmischen, man muss sich mehr interessieren für das, was da läuft in der Politik und in der Gesellschaft. Und deswegen haben wir das Motto gewählt, um diesen Aspekt nochmal zu konturieren. Ne? Also Filme zu sehen, darüber zu reden, ist auch eine Art von Handlung. Und das wollten wir mit so einer Art von imaginärem Ausrufezeichen als Motto haben. Nicht, dass man das irgendwie als Obligation, als Herausforderung, als Forderung meint, sondern den Rahmen, dass man in diesem Jahr besonders darauf achten muss, was in der Welt passiert. Und wenn wir gerade schon beim Programm sind, schauen wir vielleicht kurz mal in einen kurzen Ausschnitt von einem Dokumentarfilm rein. Der heißt Vierte Gewalt und es dreht sich um den Journalismus, der um Qualität und Klicks ringt. Simon, ja. Nicht vor Mitternacht. Nicht vor Mitternacht, kommt die Stadtrat zur Ergebnis. Wir müssen schnell schauen, was wir machen. Aber du machst schon einen Abschnitt, dass sich die Wahlresultate verzögert hat. Oh, das ist bis zum Redaktionsschluss sind sie nicht vorgelegt. So etwas in dem Stil. Versuche nicht das. Jetzt hat man vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, was man so auf der Duisburger Filmwoche erwarten kann. Gibt es vielleicht einen Film, auf den Sie sich persönlich am meisten freuen? War das vielleicht gerade sogar schon Ihr Favorit? Tricky. Einer von den vielen, die ich sehr gerne mag. Das ist so wie, wenn eine Mutter fragt, welches Kind hast du am liebsten von deinen 10 Stück? Sagt auch, hab's alle gleich lieb. So geht's zwar auch beim Film, aber nach der Sendung sage ich Ihnen gerne, was mein Favorit ist. Okay, ich bin gespannt. Ja, die Filmwoche findet ja jetzt zum 42. Mal statt. Ich kann mir vorstellen, dass die Filmwoche sich schon im Laufe der Jahre etwas verändert hat, oder? Ja, zum einen haben wir ungefähr so 5 Generationen von Dokumentarfilmern und in jedem Jahr kommen neue Nachwuchsfilmer von den sehr guten Filmhochschulen. Es gibt eine Änderung im Stil. Früher war der Dokumentarfilm meistens Bilder, vollgequatscht mit irgendwelchen abgelesenen Kommentaren. Jetzt mit den digitalen Möglichkeiten haben die Dokumentarfilmer mehr Zeit, sich um Sujets und um die Menschen und die Themen zu kümmern. Man hat mehr Zeit und man kann mit den digitalen Schnittmöglichkeiten, die meisten unserer Seher kennen die ja, schon ganz viel mehr machen in kurzer Zeit. Das ist eine Veränderung und das andere ist, dass wir ja vor etwa 20 Jahren die eben gezeigten Kollegen aus dem Ausland auch mit dazugenommen haben, nämlich Schweiz und Österreich, da kommen diese putzigen Akzente zustande. Und diese Kinderfotografien von Schweiz und Österreich haben sehr viel dazu beigetragen, die Debatte um Dokumentarfilm in den 3 Ländern zu forcieren. Und ein Punkt, der ist wichtig, dass natürlich mit der Wende 89 die ganzen zum Teil sehr guten und eigenständigen DDR-Dokumentaristen auch zu unserem Dellplatz kamen, zu dieser Wagenburg-Duisburger Filmwoche. Also schon eine positive Veränderung, die Sie vermerken? Auf der zweiten Seite muss man schon sagen, dass die Fernsehanstalten, die früher generöser waren mit der Finanzierung von Dokumentarfilmen, nun doch auch unter
Quotendruck geraten. Und dass so manche Dokumentarfilme, die auch ein bisschen ausführlicher erzählen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, dann nicht die Anschaltquoten haben, die man gerne hätte. Das kommt von oben in den Fernsehanstalten, aber immer noch gibt es diese Redakteure, die sehr engagiert sind. Es gibt eine gute Filmförderung in den Video Filmstiftungen, deswegen geht es noch, aber man kann nicht für die Zukunft optimistisch sein. Mhm. Leider nicht. Und wie Sie ja eben gerade schon angesprochen haben, werden Sie ja zum letzten Mal die Duisburger Filmwoche leiten. Fällt Ihnen der Abschied sehr schwer? Ich muss sagen, ich versuche es noch ein bisschen zu verdrängen. Mhm. Aber manchmal merke ich schon, dass so manche Sachen wie dies hier zum letzten Mal sein würden, dann denkt man schon, oh, wie schade, war eine schöne Zeit. Aber es ist wie im richtigen Leben, man muss vielleicht gerade dann, wenn es mit am schönsten war, wenn man das Gefühl hat, es hat sich gelohnt, dann kann man durchaus aufhören. Zumal der Dokumentarfilm weitergeht und die Gäste auch weiterhin kommen, die kommen nicht wegen mir, sogar nicht wegen des schönen Duisburgs, sondern die kommen, weil sie das Forum Duisburger Filmbauer haben und auch sehr schätzen. Hat man dann vielleicht schon irgendwie den Gedanken, dass man es jetzt vielleicht besonders gut machen möchte, weil man es ja, wie gesagt, zum letzten Mal macht? Ja, aber man muss eher aufpassen, dass man es zurücknimmt. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Schiss, wenn man sagt, ach Werner, zum letzten Mal und so. Ne? Dann ist das zu sehr auf die Person des Leiters fokussiert. Mhm. Die Filme sind wichtig und die sind wichtiger. Wenn ich ein paar Handdrücke bekomme und ein paar Schulterklopfer und ein paar Hinweise wie, ach so schlecht war es gar nicht mit dir, Werner, dann freue ich mich. Mhm. Es gibt bestimmt auch viele Erinnerungen, die Sie im Laufe der Jahre mitgenommen haben. Aber gibt es vielleicht einen Moment, an den Sie besonders gerne zurückdenken oder der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, das war in den Mitte der 90er Jahre. Da kam das in Diskussion, was man Essay-Filme nennt. Also Filme, die sehr auf die Bilder sich konzentrieren und mit etwas sozusagen anspruchsvollen Texten. Das war dann so, dass man das Gefühl hatte, die Bilder denken für sich. Und es gibt so einen positiven Widerstreit von Bild und Ton, dass ich da, als ich den Film in der Vorsichtung saß und kribbeln hatte und dachte, oh, das ist was ganz Neues. Das ist etwas, wo wirklich der Dokumentarfilm einem im Kopf geht und da nicht wieder raus will. Das war ein Film von Harun Farocki, der lange Jahre ein ständiger Gast bei uns gewesen war, der leider vor 2 Jahren gestorben ist. Aber das sind so Momente, die bei mir für immer bleiben und auch unseren Gästen, es mögen andere Filme sein, auch wichtig bleiben sollen. So eine Art Kernschmelze passiert und gab, oh, großartig. Und werden Sie das Festival in Zukunft denn auch als Besucher besuchen? Das ist auch eine von den Trigi-Fragen wie eben. Nach dem Lieblingsfilm. Ich finde, man muss eine gute Relation finden. Also ich kann bedecken, dass die Leute, die mir nachfolgen, der oder die Nachfolgerin, das nicht so toll findet. Weiß ich nicht, wenn ich in der Ecke sitze und sage, ja. Aber die Anziehungskraft ist so groß. Natürlich werde ich da dabei sein als ganz normaler Gast und vielleicht undercover, wenn es geht. Undercover mit einer Zeitung vorm Gesicht oder so? Ja, eine Zeitung, ja. Okay. Ich habe auch gelesen, dass Sie im Rahmen der Berlinale den Ehrenpreis der deutschen Filmkritik bekommen haben. Ja, wie war das denn so für Sie, dieser Moment? Das war ganz großartig. Ich habe es erst gar nicht glauben wollen, weil so ein Ehrenpreis sehr selten vergeben wird und ist der einzige Preis, den die Kritiker vergeben und nicht irgendwelche komischen Jurys von Interessengruppen oder so. Da war ich erstmal sprachlos. Dachte einen Moment, dass sie mich ein bisschen auf die Nudel schieben wollen, vielleicht die Kollegen. Aber dann ist es wahr geworden und dann war es eine sehr schöne Verleihung. Und das ist eine von den Sachen, wo ich stolz bin auf unsere Arbeit, weil sie für andere Leute taugt. Sie können mit der Filmwoche arbeiten und sie haben diese Arbeit wertgeschätzt. Und dafür war dieser Preis ein schöner Ausdruck und für mich ein schöner Eindruck. Aber es war ein Preis für das Festival auch, nicht nur für mich allein. Ja, aber auch ein schöner Abschluss jetzt für Sie nochmal am Ende, denke ich mal, nochmal so einen Preis zu bekommen. Das können die im Hinterkopf gehabt haben. Jetzt kann es auch endlich mal aufhören. Ja. Das glaube ich nicht. Nein, ich hoffe auch nicht. Herr Rudischka, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Nochmal danke. Gerne. Alles Gute für euch.